Wer im Internet etwas reißen möchte, der braucht Fans, Follower und Likes. Ein paar 10.000 sollten es schon sein. Denn ein Gangster-Rapper mit 74 Facebook-Fans oder ein Topmodel mit 181 Instagram-Followern nimmt heutzutage niemand mehr ernst. Für solche Fälle gibt es Clickstars. Ein Unternehmen für professionelles Reputationsmanagement. Das heißt, mit gekauften Klicks und Likes schiebt die Firma von Maximilian Schunk Musikerkarrieren an und baut Fan-Communities auf. Fantausch nennt er dieses Konzept. Ich biete ja lediglich die Dienstleistung an, den Fantausch. Und der Nutzer muss das im Endeffekt selbst entscheiden, beziehungsweise der Kunde. Der Kunde muss entscheiden, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Möchte ich meine Fans manipulieren oder die Außenwelt manipulieren? Das ist ja seine Sache. Ich biete ihm das lediglich für einen günstigen Preis an. 10.000 Facebook-Fans aus aller Welt gibt es schon für 49,95 Euro. 1.000 Likes bei Instagram kosten knapp 8 Euro. Denn Schunks Geschäftsmodell ist international. Wir haben einen Händler, wo wir einkaufen. Der sitzt in Amerika oder Bangladesch zum Beispiel, weil die dort günstiger sind als hier in Deutschland. Und die bearbeiten das für uns. Es sind Musiker, Firmen und Privatpersonen, die sich bei Schunk ein bisschen virtuelle Zuwendung kaufen. Denn Likes und Bewertungen entscheiden im Netz über Erfolg oder Misserfolg. Sogar einige Ärzte engagieren inzwischen Profis, die sich um ihren Ruf kümmern sollen. Und beauftragen Firmen, die offiziell seriöse Kommunikationsagenturen sind und halblegale Zusatzdienstleistungen anbieten. Gefälschte Bewertungen für Portale wie Yameda oder Yelp. Für Nutzer solcher Portale heißt das, nicht jede sanfte Darmspiegelung oder einfühlsame Wurzelbehandlung, die dort beschrieben wird, hat es also tatsächlich gegeben. Es gibt keine Verträge, in denen steht, bitte schreiben Sie für mich falsche Bewertungen. Aber es wird stillschweigend geduldet natürlich. Also kriegen Sie es mit und freuen sich natürlich, wenn eine schlechte Bewertung verschwindet. Allerdings sind einige Portale inzwischen auf die Fakes aufmerksam geworden. Man muss sich also schon etwas einfallen lassen, will man eine gefälschte Bewertung reinschummeln. Ich habe ja meistens so eine kleine Geschichte erzählt. Ich hatte Halsschmerzen, bin zum Arzt gegangen, er hat mich so und so behandelt und ich bin so und so empfangen worden, bin zufrieden, kann es empfehlen oder halt gar nicht. Ein bisschen so eine Geschichte erzählt, um es halt so glaubwürdig wie möglich klingen zu lassen. Als wäre das meine eigene Erfahrung. Außerdem verlangen manche Portale eine Mobiltelefonnummer. Doch das kann man mit unterschiedlichen Prepaid-Karten umgehen. Und überhaupt sollte man als Faker ab und zu die Geräte wechseln, von denen man die Bewertungen schreibt. Oder auch mal den Stecker des Routers rausziehen, um eine neue IP-Adresse zu bekommen. Michael Dreusicke ist Social-Media-Stratege. Für ihn sind die Fakes digitale Umweltverschmutzung. Sachen, die per se nicht sinnvoll sein können, wie Aussagen von Personen, die es gar nicht gibt, sind Müll. Und wenn wir uns damit zumüllen, dann wird das, was an Nutzinformationen in dem wichtigsten Medium, was wir haben, drinsteckt, immer schwerer zu bekommen und immer anstrengender für uns Menschen, dieses Medium zu nutzen, das Internet. Das Tückische an den gefälschten Bewertungen, es ist schwer, sie zu erkennen, weil sie sich immer besser tarnen. Für den durchschnittlichen Silver Surfer, der die beste Klinik für seine Hüft-OP sucht, ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn aber jemand ganz schlau ist und malt den roten Apfel grün an, dann kannst du nicht mehr unterscheiden. Und dann nimmst du den vielleicht, obwohl du ihn eigentlich gar nicht haben willst. Das heißt also, du merkst nicht, dass du eigentlich was bekommst, was anders ist, als du dachtest. Trotzdem ist nicht alles verloren. Gerade im Netz lernen Nutzer schnell einen sensiblen Umgang mit Fälschungen. Wo uns noch vor wenigen Jahren E-Mails dazu brachten, Geld in afrikanische Länder zu überweisen, erkennen wir diese heute sicher als Spam. Auch Bewertungen oder Facebook-Freunde sollte man also nicht für bare Münze nehmen. Und spätestens, wenn der im Netz so hochgelobte Arzt zur Operation in eine Garage bittet, ist für uns alle eine gesunde Portion Misstrauen sicher nicht verkehrt.